Tachomeisterbetriebe, der Partner an Ihrer Seite für Wärme, Wasser und Energie. Fritze Gänger zu Gast bei Kalne Talk und jetzt bei uns im Interview als Ruhrpottler in Remscheid. Was ist das? Ich hätte beinahe gesagt Gewohnheit. Ich bin ja regelmäßig hier oder hier in der Gegend. Und insofern für mich nichts Ungewöhnliches. Es ist ja nicht weit weg von mir zu Hause. Ist ein schöner Ort. Kann ich abends wieder nach Hause fahren, wenn ich hier gearbeitet habe. So weit ist es nicht über die Eins, ne? Aber es ist auch dann immer die Grenze von Rheinland zu Westfalen, Ruhrgebiet. Ne? Also es ist, das Bergische Land ist immer so ein gernes Potpourri. Bei Horst Kloiser kamen heute sehr, sehr viele kritische Sachen zur Ansprache. Ist das eine Veränderung, die sich gerade in so einem politischen Kabarett vollzieht, wegen der aktuellen Lage und aktuellen Situation im Lande? Naja, logisch. Ich meine, politisches Kabarett ist ein Begriff, über den müssen wir jetzt lange reden, machen wir jetzt mal nicht. Aber selbstverständlich ist es, sagen wir mal, relevantes Theater, sage ich mal, oder überhaupt relevante Kunst, setzt sich natürlich immer mit den Strömungen, die es gerade gibt, auseinander. Und an denen, die wir jetzt gerade haben, kommen wir alle nicht vorbei, ganz gleich, welchen Beruf wir haben. Und wenn ich jetzt heute auf die Bühne gehe, kann ich nichts dazu erzählen. Das ist einfach so, weil es aber auch ein Bedürfnis ist von mir selbst, das zu erörtern. Und ich habe auch das Gefühl, dass das Publikum das Bedürfnis hat und dass wir uns über bestimmte Sachen einfach verständigen müssen. Und das sage ich jetzt mal ganz wertfrei. Wir müssen uns auf bestimmte Sachen nicht einigen, das müssen wir nicht, aber wir müssen uns über bestimmte Sachen unterhalten, verständigen und selbst wenn dabei rauskommt, dass wir uns darauf einigen können, dass wir uns über bestimmte Sachen nicht einig werden. Aber das sollte unter zivilisierten Menschen möglich sein. Also ein gesunder Diskurs sozusagen. Ich hätte es nicht kürzer sagen können, sonst hätte ich es kürzer gesagt. Aber Sie sagten gerade, verständigen auch mit dem Publikum. Also das heißt, dass das Publikum sowas dann auch annimmt. Also das Publikum kommt nicht rein und will bei Ihnen im Programm kritische Sachen hören und ein bisschen was Witziges, was Lustiges hören, sondern ist auch dann bereit, ein paar Minuten oder eine Sequenz sich was anzuhören, was doch gesellschaftskritisch dann momentan sich darstellt. Ja. Davon gehe ich einfach aus. Ich habe jetzt keine Kontrolle über mein komplettes Publikum. Das ist, kann ich nicht haben, hatte ich aber auch noch nie. Aber ich rede ein Publikum nicht nach dem Mund, sondern rede das, was mir aus dem Kopf fällt. Meistens aus dem Kopf, manchmal auch aus dem Bauch. Aber nicht so gern aus dem Bauch. Und damit haben wir an dem Abend, wenn wir uns verabreden auf dem Theater, haben wir in irgendeiner Form damit umzugehen. Und im besten Fall kommt ein spannender Abend bei raus. Und auch einer, den wir alle mit einem guten Gefühl verlassen können. Weil wir uns vielleicht gestritten haben, weil wir uns vielleicht geeinigt haben, weil wir vielleicht zusammen gelacht haben. Und weil wir uns nicht über irgendeinen Scheiß Gedanken gemacht haben, der keine Rolle spielt. Sondern über die Sachen, die uns alle zurzeit umtreiben. Aber man darf auch am Abend Spaß haben an Sachen, die vielleicht jetzt nicht direkt was mit dem Thema zu tun haben. So, ich möchte ja selber nicht den ganzen Abend nochmal das so durchquälen, wo ich schon den ganzen Tag mit belästigt wurde. So ist so. Ne? So ist das Leben momentan sozusagen. Ja, aber wir können das nicht aussparen. Das geht nicht. Also ich kann das nicht. Da hätte ich irgendwie das Gefühl, ich hätte einen vertanen Abend hinter mir. Ne? Und also, das möchte ich nicht. Schon also, alleine aus Notwehr nicht. Also klar Kante zeigen und dann auch sagen, das ist meine Meinung und das würde ich gerne als Meinung in meinem Land sozusagen sehen. Das sollte rüberkommen, also eine bestimmte Haltung. Und wenn ich zu einem bestimmten Thema keine feststehende Meinung habe, kann ich das auch formulieren und sagen, so sehen, also jetzt, ich mache ja jetzt nicht so ein FDP-liberales Kabarett oder so, aber wir sind ja alle schon groß und haben alle irgendwie ein paar Tassen im Schrank, hoffe ich doch. Also werden wir uns über bestimmte Sachen auch unterhalten können, ohne dass wir gleich eine Lösung vom Tisch haben. Und vielleicht gibt es auch mehrere Lösungen. Schaffen wir das? Schaffen wir das? Die Frage kam heute Abend auch. Ja, so, wir können es ja mal versuchen.
ganz, ganz schwierige Sache, ganz, ganz schwierige Situation. Trotzdem vielen, vielen Dank für dieses Gerne. Gespräch. Fritz Ekenga, heute Abend hier in Remscheid. Schönes Wetter wünsche ich euch.